Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es liegt Ihnen erneut eine Änderung der Kommunalverfassung meiner Fraktion vor. Einige Teile davon sollten Ihnen bekannt vorkommen, weil wir Grüne die Vereinfachung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden hier im Hohen Haus bereits schon einmal eingebracht hatten. Sie können sich sicherlich noch lebhaft daran erinnern, wie ich Ihnen unter anderem dargelegt habe, dass in den vergangenen Jahren 2/3 aller Bürgerbegehren aus rein formalen Gründen für unzulässig erklärt wurden und wir Grüne darin eine eklatante Missachtung des Bürgerwillens sahen. Da wir Grünen also von der Richtigkeit dieser Vereinfachung von Bürgerbegehren weiterhin überzeugt sind, haben wir die entsprechenden Änderungen natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, das wäre unglaubwürdig, sondern haben sie im neuen Gesetzentwurf wieder aufgegriffen. Ich will hierauf aber heute nicht weiter eingehen. Stattdessen geht es meiner Fraktion heute um eine Reform eines anderen Abschnittes der Kommunalverfassung. Es geht uns um die Überschneidung von Amt und Mandat an einer Stelle, wo es im Alltag nachweislich wiederholt zu Interessenkonflikten kam. Die Grüne Fraktion beantragt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, dass in Zukunft hauptamtliche Bürgermeister nicht mehr in Kreistage gewählt werden können. Damit kommen wir im Übrigen einem Wunsch vieler grüner Kreistagsmitglieder nach, die diese Bitte an uns herangetragen haben. Und, wie mir von mehreren Seiten mitgeteilt wurde, ist das wohl auch der heimliche Wunsch vieler Kreistagsmitglieder anderer Parteien, insbesondere auch von SPD und CDU, wie mir zugetragen wurde. Wenn ich jetzt rhetorisch frage, wo liegt denn nun das Problem, wird es bestimmt auch den einen oder anderen interessieren, deswegen erkläre ich es schnell. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen will die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an der demokratischen Willensbildung stärken. Zu diesem Zweck sollen Interessensverflechtungen und Interessenkonflikte aufgelöst werden, die diese Teilhabe schwächen. Bei der Kommunalwahl am 4. September 2011 ist eine ganze gehörige Anzahl von Bürgermeistern in die neuen Kreistage gewählt worden. Von den insgesamt 422 Kreistagsmitgliedern sind 81 oder auch knapp 20% Bürgermeister einer Gemeinde. Es gibt da Interessenkonflikte, die dem einen oder anderen bei der Wahl möglicherweise nicht bekannt waren. Denn das steht leider nicht auf dem Wahlzettel. Oder wenn ich es einmal andersherum anschaue, haben rund 63% aller Bürgermeister von amtsführenden oder amtsfreien Gemeinden ein Kreistagsmandat inne. Das sind schon recht beeindruckende Zahlen. Die Kreistage sind nun gemäß unserer Kommunalverfassung die Vertretungen der Bürgerinnen und Bürger der Kreise. Die Kreistagsmitglieder üben ihr Mandat frei aus. Sie sind an Aufträge und Verpflichtungen, durch welche die Freiheit ihrer Entschließungen beschränkt wird, nicht gebunden. Soweit die Theorie. Die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden unterliegen aber der Fachaufsicht des jeweiligen Landrats. Die Landräte wiederum unterliegen als Verwaltungschefs der Kontrolle durch den Kreistag. Das hat zwei nicht gerade wünschenswerte Effekte. Erstens, Bürgermeister, das lese ich aus der Kommunalverfassung, Bürgermeister, die zugleich Kreistagsmitglied sind, können ihre Mandate gerade nicht nach ihrer freien Überzeugung ausüben, wenn sie den Weisungen des Landrats als ihrer Fachaufsichtsbehörde unterliegen. Und zweitens, Bürgermeister, die zugleich Kreistagsmitglieder sind, kontrollieren den Landrat und als solchen auch ihre eigene Aufsichtsbehörde. In der Praxis führt die bestehende Rechtslage zu einer ganzen Reihe von Interessenkonflikten in den Kreistagen, zum Beispiel bei der Festsetzung der Höhe der von den kreisangehörigen Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage. Wir kennen alle die Auseinandersetzung. Oder zum Beispiel bei der Festlegung der Kosten für Unterkunft und Heizung von Arbeitslosengeld II-Empfängern, von denen oft kommunale Wohnungsunternehmen profitieren. Oder zum Beispiel bei der Entscheidung über Verwaltungsstandorte. Auch da entstehen Interessenkonflikte. Das Landes- und Kommunalwahlgesetz sieht bereits vor, dass ein Mitglied einer kommunalen Vertretung den Sitz verliert, wenn es in dem Wahlgebiet, in dem es einen Sitz innehat, zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum Landrat ernannt wird. Die Kommunalverfassung ist dagegen hinsichtlich von Bürgermeistern und Kreistagen nicht so eindeutig und konsequent. Meine Damen und Herren, in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel in Brandenburg, werden die genannten Interessenkonflikte durch eine entsprechende Regelung ausgeschlossen, nach der eben Mitglieder im Kreistag nicht auch Bürgermeister der dem Landkreis angehörenden Gemeinden sein können. Diese Regelungen haben bisher auch vor den jeweiligen Verfassungsgerichten Bestand gehabt. So hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ein Bürgermeister in Brandenburg geklagt, weil er nach der Wahl zum Bürgermeister sein Kreistagsmandat verlor.
Das Landesverfassungsgericht stellte damals fest, dass die Bestimmungen der brandenburgischen Kommunalverfassung, die ja in der Tat, das räume ich ein, das passive Wahlrecht des klagenden Bürgermeisters verkürzen, verfassungskonform sind und damit Bestand haben. Die grüne Fraktion fordert mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nun, dass hauptamtliche Bürgermeister nicht auch Kreistagsmitglieder sein können. Wir begrenzen den Personenkreis ganz bewusst auf die hauptamtlichen Bürgermeister, weil wir gut begründen können, dass diese in besonderem Maße, nämlich auch in dienstrechtlicher Hinsicht, in einem Interessenkonflikt zum Landrat stehen. Zudem sind in amtsfreien Gemeinden häufig hauptamtliche Bürgermeister anzutreffen, die der Fachaufsicht des Landrats unterstehen. Wenn Sie gerne auch andere Bürgermeister ganz konsequent von der Wahl in den Kreistag ausschließen wollen, können wir darüber gerne im Innenausschuss beraten. Nun möchte ich auch auf einige mögliche Gegenargumente schon im Vorhinein eingehen. Ja, es gibt auch grüne hauptamtliche Bürgermeister mit Kreistagsmandat. Aber spricht das denn gegen diesen Gesetzentwurf? Nein, das unterstreicht nur unsere Glaubwürdigkeit, weil wir selbst zum Nachteil eigener Mandatsträger eine Regelung durchsetzen wollen, von deren Richtigkeit wir überzeugt sind. Und nein, es ist noch nicht zu spät für die Änderung der Kommunalverfassung, damit diese noch rechtzeitig Gültigkeit für die nächste Kommunalwahl im Mai 2014 erlangt. Wir haben uns da mit der Landeswahlleiterin abgesprochen. Die Zeiten reichen völlig aus, um nochmal diesen Antrag, diesen Gesetzentwurf in die Ausschüsse zu überweisen, eine Anhörung zu machen, dort das zu beraten und ein zweites Mal hier zu lesen und zu veröffentlichen. Die Zeit reißt völlig aus. Wir brauchen nur ein halbes Jahr vor dem Termin, vermutlich im Mai 2014. Zum nächsten etwaigen Gegenargument, wonach wir froh sein sollten, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die sich in die Kreistage wählen lassen und diese sollten wir jetzt nicht auch noch ausschließen, möchte ich Ihnen Folgendes entgegnen. Hierzu zwei Punkte. Erstens sollten nicht nur hauptamtliche Bürgermeister mit Dienstwagen, entsprechendem Zeitbudget und eigenen Mitarbeitern in der Lage sein, ein Kreistagsmandat ausüben zu können. Denn dann wäre ganz offensichtlich etwas bei der Kreisgebietsreform schiefgelaufen. Zweitens sind die aktuellen Wahllisten alle ausreichend lang, sodass sofort die hauptamtlichen Bürgermeister ersetzt werden könnten. Es gibt also genügend interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die ein Mandat übernehmen wollen und können. Herr Müller, Sie boten uns beim letzten Mal an, dass wir uns mittelfristig zwischen den Fraktionen durchaus über eine Reform der Kommunalverfassung verständigen sollten. Für das Gesprächsangebot bin ich Ihnen weiterhin dankbar. Allerdings hatte ich Ihnen schon damals mitgeteilt, dass diese hier beantragte Angelegenheit mit Blick auf die Wahl 2014 und die einzuhaltenden Fristen sehr kurzfristig und daher dringend ist. Deswegen stellen wir diesen Antrag auch schon dem Landtag heute zur Beratung zur Verfügung. Ausdrücklich möchte ich, Herr Müller, damit nicht das Gesprächsangebot ausschlagen. Meine Damen und Herren, es gibt allerdings auch noch eine weitere Änderung, die wir Ihnen hier vorschlagen, nämlich die Erhöhung der Transparenz bei den hauptberuflichen, nebenberuflichen, ehrenamtlichen Tätigkeiten von Gemeindevertretern und Kreistagsmitgliedern. Bisher haben die Mitglieder der Gemeindevertretung dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten nur dann mitzuteilen, wenn diese unvereinbar mit ihrem Mandat sind. Diese Mitteilungspflicht der Gemeindevertreter soll nach unserer Auffassung, um für die Ausübung ihres Mandates bedeutsame Angaben über ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten erweitert werden. Außerdem sollen diese Angaben öffentlich bekannt gemacht werden können, wie auch bei den Landtagsabgeordneten und bei den Bundestagsabgeordneten. Vergleichbare Regelungen bestehen bereits in Brandenburg. Hören Sie doch mal zu, Frau Dr. Seemann. Vergleichbare Regelungen bestehen bereits in Brandenburg, dort im § 38 Gemeindeordnung, in Nordrhein-Westfalen, § 43 Gemeindeordnung und Rheinland-Pfalz, § 32 Gemeindeordnung. Dort haben wir eine höhere Transparenz. Das ist also nichts revolutionär Neues, was wir Ihnen hier vorschlagen, sondern gelebte Rechtspraxis in anderen Bundesländern. Gerade im kommunalen Bereich, in dem viele Aufträge vergeben werden und viele Entscheidungen, zum Beispiel über Bebauungspläne, getroffen werden, ist die Gefahr der Vorteilsnahme und der Einflussnahme zum eigenen Vorteil sehr groß. Und dies hat auch die CDU-Kreistagsfraktion in der Mecklenburgischen Seenplatte vor einigen Monaten thematisiert. Die CDU-Kreistagsfraktion kündigte daher an, einen Ehrenkodex für Gemeindevertreter zu erarbeiten. Sie erinnern sich sicherlich. Das heißt, Sie haben ja selbst das Problem erkannt. Leider habe ich von dieser Initiative nie wieder etwas gehört.
Die Regelung der Befangenheit, die Sie gerade ansprechen, Herr Renz, in § 24 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern reicht nach unserer Ansicht zur Vermeidung von Interessenkonflikten nicht aus. Ich sehe die rote Lampe, führe meine Rede nachher in der Aussprache weiter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich führe fort. Die Regelung der Befangenheit in § 24 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern reicht nach unserer Ansicht zur Vermeidung von Interessenkonflikten nicht aus. Unerwünschte Interessenkollisionen können sich auch außerhalb des Bereichs von unmittelbaren Vor- und Nachteilen für den Mandatsträger selbst oder eine von ihm vertretene juristische Person ergeben. Deshalb soll auch ermöglicht werden, dass wie bei Landtagsabgeordneten auch, also ich frage mich eigentlich, wo das Problem ist, es wird ja täglich hier in diesem Land praktiziert, wie also bei Landtagsabgeordneten auch, zum Beispiel jährlich oder zum Zeitpunkt der jeweiligen Veränderung, die Gemeindevertreter für die Ausübung ihres Mandates bedeutsame Angaben über ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten machen. Da steht nichts von persönlichen Neigungen, Herr Müller. Und die Frage ist natürlich, nein, das wäre auch nicht konsequent, das fordern wir hier auch nicht. Und die Frage stand ja eben gerade im Raum, was denn bedeutsame Angaben sind. Sie können in unserem Gesetzentwurf nachlesen, dass eine konkrete Ausgestaltung der Regelung den Kommunen überlassen wird. Das sollen sie in den Hauptsatzungen regeln. Und natürlich sind wir auch, wie bei Landtagsabgeordneten und bei Bundestagsabgeordneten, wo das übliche Praxis ist, sind wir der Meinung, dass diese Angaben öffentlich bekannt gemacht werden sollen. Ich frage mich, auch wenn das ein anderer Paragraph ist in Brandenburg, ich frage mich, warum etwas in Mecklenburg-Vorpommern nicht funktionieren soll, was in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz funktioniert. Aber hier scheint es völlig unvorstellbar zu sein. Ich bitte also um Überweisung in den zuständigen Innenausschuss, möchte allerdings noch eine kurze Anmerkung machen. Herr Müller, was ich unehrlich von Ihnen finde, ist, dass ich Ihnen in unserem ersten Gespräch, als Sie uns dieses gemeinsame Gespräch angeboten haben, eindeutig gesagt habe, und das ist entsprechend meiner Erinnerung, vielleicht erinnern Sie sich anders, Sie haben übrigens auch dieses gemeinsame Gespräch erst für einen Termin nach den Wahlen im Herbst angeboten, meines Erachtens, dass ich diesen Antrag, der hier vorliegt, erst einbringen werde. Schön, aber dass ich diesen Antrag hier noch einbringen werde, weil dies ein ganz wichtiger Wunsch der grünen kommunalen Mandatsträger ist und eben der Termin drückt, weil ja die Kommunalwahl 2014 ansteht. Dementsprechend wäre ein Termin im Herbst 2013 zu spät. Und das hatte ich Ihnen gesagt. Und dass Sie jetzt sozusagen hier Stimmung machen, dass ich mich bei Ihnen nicht melde etc., habe ich Ihnen so angekündigt, ehrlich und transparent. Ich glaube, dass wir uns hier nochmals länger auseinandersetzen müssen mit dem Unterschied von Datenschutz und den Erfordernissen von Offenlegung bestimmter Informationen von Trägern öffentlicher Ämter und Mandate. Bei Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten schreit ja auch niemand nach Datenschutz, da wird das einfach praktiziert, da werden schließlich ähnliche Regelungen angewendet. Und der Innenminister hat es eben gerade ausgeführt, oder war es die Linke, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass wir das sofort wollen, dass wir also sofort alle Bürgermeister rausschmeißen wollen, das ist dem Umstand geschuldet, diese Inkrafttretungsklausel, die am Ende des Gesetzentwurfs steht, dass wir noch nicht genau wissen, wann denn die Kommunalwahl 2014 ist. Wie ich aber vorhin in meiner Rede dargestellt habe, ist es unser Ziel, dass wir mit der neuen Wahlperiode zu einer neuen Regelung kommen, dass wir also niemanden aus den Kreistagen, aus den aktuellen rausschmeißen. Das oder so etwas kann man sehr gut in Ausschuss dann noch entsprechend anpassen, wenn man weiß, wann der genaue Termin stattfindet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.